So, wir sind wieder da im dritten Teil unseres Abenteuers mit Fenimore Fillmore. Und ich habe noch nicht weitergemacht, aber ich habe mir mal überlegt, dieses Pferd hier, da brauchen wir auf jeden Fall ja den Sattel. Und nun ja, es ist weder festgemacht noch irgendwas anderes. Deswegen müsste man es ja irgendwie dazu bewegen, sich zu bewegen. Aber irgendwie, nimm Pferd. Benutze Pferd. Nein. Okay. Es bringt also nichts. Pferd und Sattel und mehr können wir hier nicht machen. Die Vogelscheuche können wir jetzt wahrscheinlich... Doch, können wir wohl. Hallo, hierhin. Ey, Kingas. Wenn sich das Bild nicht so permanent bewegen würde. Das sollte ich nicht tun. Toll. Ganz toll. Die das mache ich nicht. Nein. Das Pferd damit begießen? Wahrscheinlich auch nicht. Nein. Toll. Dann geht's nochmal ins Haus. So. Was? Ich wusste, dass ich noch was vergessen habe. Verdammte Axt im Wald. Einen Schürhaken. Lustig, gerade bei meinem anderen Adventure, Geheimakte 3, hatten wir auch einen Schürhaken. Der Ruß. Können wir vielleicht irgendwas mit dem... Hätte ich nicht zuerst den Eimer füllen müssen? Ja, aber noch nicht mit Wasser. Das sollte ich nicht tun. Nein. Na, warte. Nein. Ja, richtig. Nein. Gut, also hier haben wir noch den Schürhaken vergessen. Ansonsten gibt es hier überhaupt nichts mehr. Weder das Gewehr noch irgendwas anderes können wir benutzen. Oh, Moment mal. Schürhaken. Vielleicht können wir jetzt draußen... Die. Nein, hier dran vorbei. Vorbei. Da. Die Schlinge, vielleicht können wir die irgendwie... Jawohl. Was denn jetzt? Hä? Hä? Sehr eigenartig. Ich sollte nicht dort lang gehen. Ach so, jetzt geht der... Ja, aber... Hä? Nee, da! Hä? Ach, gucke an! Da muss man auch erstmal drauf kommen. So, jetzt können wir die Whiskyflasche wahrscheinlich benutzen, wa? Oder mitnehmen für mehr. Das sollte ich nicht tun. Kingasne! Warum sollte ich das tun? Was sollen wir denn jetzt hier? Moment. Whiskyflasche. Warum? 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 So ein Mist. Fehlalarm. Das muss der Wind gewesen sein. Oh, da hängt ja ein Eimer. Okay. Nein. Moment mal. Hier war auch irgendwas. Das habe ich gerade eben gesehen. Da, irgendwas Grünes. Aber wir können es nicht nehmen. Gut, also man sagte mir, man soll das Spiel sehr schnell durchgespielt haben, aber... Im Moment sehe ich das anders. Einmal mit Harz. Aha. Ich kann nicht. Warum nicht? Oh, Kingas, ne. Ja, richtig. Das sollte ich nicht tun. Warum nicht? Ja, richtig. Das mache ich nicht.
Ja, richtig. Eimer mit Harz. Was sagt uns das? Schlinge. Aber das Geile ist auch, dass wenn wir es uns ansehen, dass er nicht sagt. Auch hier drumherum, auch zum Wasser können wir nicht. Okay, wir versuchen es nochmal. Sehr eigenartig. Ja, und jetzt heißt es wieder. Sehr gut. Hier vorhin. Hier hoch. So. Nein. Hier hin. So. Zapparella. Ich verstehe nicht, was das bringen soll. Ja, aber irgendwas müssen wir doch hier noch machen können. Verdammte mal. Das sollte ich nicht tun. Kaputt machen. Nein. Das sollte ich nicht tun. Von hier aus vielleicht. Warum sollte ich das tun? Nein. Das mache ich nicht. Ey! So ein Mist, Fehlalarm. Das muss der Wind gewesen sein. Nochmal. Vielleicht müssen wir hinten mit der Falle irgendwas machen. Haben wir irgendetwas, was wir da reinlegen können? Die Bürste. Das sollte ich nicht tun. Nein, den Flachmann. Das mache ich nicht. Nein, das Messer. Das Messer. Das sollte ich nicht tun. Den Eimer. Nein. Nein. Gut, also wir... Und hier können wir auch nichts machen wahrscheinlich. Nein. Ach, guck mal, wir können wohl runter zum Fluss. Oh, nee. Okay, vielleicht können wir jetzt das Pferd anlocken. Das Pferd. Junge, Junge! Oder hier in die Tränke vielleicht? Das sollte ich nicht tun. Das sollte ich nicht tun. Nein, das auch nicht. Vogelscheuche vielleicht da rein tun. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, richtig. Ganz toll. Okay, wir gehen vielleicht nochmal zum Grab. Oh, Kingers! Zum Grab. Vielleicht das Pferd ein bisschen mit Wasser ködern? Das sollte ich nicht tun. Auch nicht. So. Was ist mit ihm? Carsten. Ansehen. Sarg ansehen. Ja. Sarg reden mit Bill Carsten. Da gibt es überhaupt nichts mehr. Ja, und da. Ja, natürlich. Hängendes Ende. Hier gibt es nichts, was irgendwie runtergefallen ist. Der liegt wahrscheinlich wieder genauso da wie er, genau. Wieso muss der immer einmal im Kreis gehen? Tja. Es ist und bleibt mir ein Rätsel, Freunde. Gibt's nichts. Können wir uns hier nochmal irgendwas angucken?
Das könnten echt so die Möhrenfelder sein, hier aus dem ersten Teil. Nein. Reden wir nochmal mit ihm. Was ist los? Woher weißt du, dass Carson Rhiannon den Namen des Grabes gesagt hat, wo das Gold liegt? Ich? Warum sollte ich dich übers Ohr hauen? Ich habe alles gesehen und gehört. Ich habe gesehen, wie Stevens und seine Männer sie weggeschafft haben. Du hast es gesehen und nichts getan? Was meinst du damit, ich hätte nichts getan? Dein Leben zu retten zählt also gar nicht, hm? Du hättest sie daran hindern können, Rhiannon zu entführen. Ich allein gegen Stevens und diese beiden? Ja, du hast recht. Das wäre zu viel verlangt. Tut mir leid. Was ist los? Okay, wir geben wieder immer die... Ich mache die Schießübung. Jetzt bin ich gespannt. Ey! Nachladen. Und jetzt? Du schießt gut, Junge! Noch was? Ich werfe ein Glas in die Luft und du versuchst es zu treffen. Oh oh. Nee, der... Der Whisky ist zu stark und außerdem werde ich von der Sonne geblendet. Der Whisky ist zu stark und außerdem werde ich von der Sonne geblendet. Was bist du für ein Kerl, um Himmels Willen? Oh, die Sonne. Der Whisky, das vertrage ich nicht. Das war jetzt ein bisschen lustig. Kannst du den Whisky nicht irgendwie verdünnen? Ich verdünne Whisky nur... Whisky. Kannst du das Glas nicht woanders hinwerfen, statt genau zur Sonne? Wenn dich die Sonne blendet, schieß mit geschlossenen Augen. Das ist garantiert leichter. Arschloch. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, eine Idee, wofür wir ihn weglocken können. Und ich hoffe, dass Fenimore jetzt denselben Ideengang hat wie ich. Ah! Schabum. Ja, kann man das irgendwie skippen? Sehr eigenartig. So, jetzt hier hinten. Hier vorne hoch. Nicht über den Stein, nein. Du sollst hier auf die Veranda. Auf die Veranda. Danke, hier hinten. Nein, auf die Veranda. Fenimore, auf die Veranda. Mann. So, und jetzt den mit... Ja, ja, es klappt endlich. Ich glaube, er kommt. Ich sollte von hier verschwinden. Mach das. Wenigstens ein Erfolgserlebnis. Ach, der versteckt sich jetzt komplett. Na? So ein Mist, Fehlalarm. Das muss der Wind gewesen sein. Naja. Der Wind, der Wind. Ja, jetzt redet der von... Was ist los? Ich fasse es nicht. Ich mache die Schießübung. Dann mal los! Nein, ich werde doch wohl jetzt nicht schon wieder von vorne... Nein. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich hat er jetzt noch das Problem mit der Sonne. Der Whisky ist zu stark und außerdem werde ich von der Sonne geblendet. Hä? Der Whisky ist zu stark und außerdem okay. Werde ich von der Sonne geblendet. Was bist du für ein Kerl, um Himmels Willen? Oh, die Sonne. Huch, das ist ja hoppala. Der Whisky, das vertrage ich nicht. Oh, was ist dieses Sasari-Teller? Kannst du das Glas nicht woanders hinwerfen, statt genau zur Sonne?
Wenn dich die Sonne blendet, schieß mit geschlossenen Augen. Ja. Das ist garantiert leichter. Freunde, wir machen hier Schluss. Es hat keinen Sinn mehr. Ich werde das mir jetzt alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich muss jetzt zur Nachtschicht. Ja, es ist mal wieder soweit und für den Rest der Woche werde ich Nachtschicht haben. Und deswegen, vielleicht komme ich heute Nacht hier auf irgendeine zündende Idee. Und dann geht's hier weiter bei The Westerner. Bis dahin also, NRW bei 18. Adieu.